Boss, hier ist noch was für dich. Andreo. Hast du den Artikel gelesen, der gerade die Runde macht? Es ist jetzt schon 3 Wochen her und die Presse schreibt immer noch über die Rivalität bei Cornersport. Sie brauchen nur eine Story für Silverstone. Achte gar nicht darauf. Aber Sie haben ja recht. Es ist ja nicht so, als würden sich Kelly und Aiden plötzlich wie ein Team verhalten. Sie brauchen Zeit. Ich habe auch eine Weile benötigt, um mit Aiden warm zu werden. Das liegt daran, dass du ein mürrischer alter Mann warst. Ja, manche Dinge ändern sich wohl nie. Jetzt bist du nur noch mürrischer und älter. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Tschüss. Okay, we'll have a word. Er fährt so spät in die Kurven, ich habe hier absolut keinen Platz. Yeah, we'll talk to him, Kelly. Das macht er doch nur wegen Baku. Brilliant. Nice move. Keep going. Thank you.
Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Teammate behind is 9.6 seconds. Laps of fuel remaining. Nice work, mate. That brings you up a place. Catching the car ahead by a couple of seconds a lap now, really good. Got enough fuel for 3 more laps. Okay, mate, final lap. Keep your concentration and let's bring it home.
is just another example of the Konnersport drivers antagonizing each other. Yeah, but you've got to look at Ackermann as well. He's the one that can sort this situation out, and so far, that he's letting them run wild. His job is to keep control, and no matter what the season, no matter what the driver, Konnersport just can't seem to gel as a team. See, you've got to ask the question, really, what will it take? A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Kelly, das ist Ihr erstes Formel-1-Rennen in Silverstone von den heimischen Fans. Was bedeutet das für Sie? Ja, die vielen Fans zu sehen, die mich anfeuern, hat mich heute wirklich angespornt. Als kleines Mädchen habe ich mir hier selbst die Rennen angesehen. Das bedeutet mir alles. Ein Traum wird wahr. Zwischen Aiden und Ihnen wurde es ganz schön eng. Sie lassen sich gegenseitig nicht viel Freiraum da draußen, oder? Ich gebe ihm gerne etwas Freiraum, aber herauszufinden, wie der andere auf der Strecke agiert, ist ein Prozess, der Zeit braucht. Im Moment habe ich das Gefühl, er ist etwas reizbar, aber ich hoffe, das legt sich noch. Es gab viele Spekulationen über die Rolle, die Ihr Vater, Davidoff Butler, bei Ihrer Einstellung bei Konnersport gespielt hat. Was sagen Sie dazu? Sehen Sie sich Gasly, Leclerc und Russell an. Und jetzt sind plötzlich alle überrascht, dass ein Formel-1-Team einen Formel-2-Champion verpflichtet hat? Ich bin hier, weil ich fahren kann. Das ist alles. Vielen Dank. Danke. Hi, Mom. Kelly. Hast du das Interview gesehen? Möchtest du einen liebevollen elterlichen Rat? Eigentlich nicht. All diese Geschichten über deinen Vater. Du weißt, dass da was Wahres dran ist. Ob es dir gefällt oder nicht. Damit musst du leben. Gar nichts muss ich. Du kannst das nicht einfach ignorieren, Kelly. Die Leute werden viel Unsinn erzählen. Sie ist privilegiert, werden sie sagen. Sie ist abgehoben. Es ist mir egal, was sie über mich sagen. Das glaube ich nicht. Du bist auch nur ein Mensch. Ich will einfach nur fahren. Wenn es nur so einfach wäre, Schatz. Ja, ich habe noch was zu tun. Denk drüber nach. Ich hab dich lieb.